Sprecherbonus oder Verteidigerbonus. ATB-Balken erweitern. Das machen wir. Ja. Okay, 92 Punkte. Ich glaube, da werde ich nicht wirklich viel mit anfangen können. Nein. Kann ich denn hier irgendwie durchscrollen? Ja, kann ich. Rauszoomen, wenn nicht irgendwie. Anscheinend geht das nicht. Okay, bei ihr machen wir auch mal auf Brecher. Sturmstoß, sehr gut. Kristarium erweitert. Ah, sie kriegt da Manipulator. Okay, dadurch kann ich Gegner schwächen durch spezielle Zauber. Aber auch sie kriegt einen neuen ATB-Balken. Das heißt, ich bin schon ATB Stufe 4. Okay, dann schauen wir mal. Ich kann ja auch meine kleinen Viecher schon aufleveln. Ah, dazu brauche ich also Komponenten. Steigert die magische Angriffskraft eines Monsters. Machen wir mal das. 10. Magieresistenz hoch, sehr gut. Ich verbrauche auch nur einen. Okay. Ja, vielleicht sollte er noch Medica lernen. Okay. Dann nochmal vielleicht den Gremlin. Schön, Frostschlag. Terrorisieren. Sehr schön. Nochmal zurück zu Cave Sif. Okay. Sehr schön. Weiter geht's. Mehr Monster. Sehr gut. Nur er? Das dürfte wirklich schnell gehen. Wieder schön den Bonus hochboxen. Oh, das Vieh hält aber ziemlich ordentlich. Sehr gut. Brecher, Brecher. Wow. Das war mal eine gehörige Menge Schaden. Oh, jetzt habe ich ihn freigeschaltet. Ist er zufällig ein Brecher? Das wäre sehr cool. Dazu muss ich aber einen rausschmeißen. Kann ich den Taxobot rausschmeißen? Entlassen. Nein, er ist ein Verteidiger. Okay, Verteidiger, Verteidiger. Heiler, Heiler. Ein Verteidiger, zwei Heiler. Reicht, wenn einer heilt. Einer verteidigt vielleicht noch. Das wäre sehr cool. Brecher, Heiler und vielleicht ein Verteidiger. Der den Schaden auf sich zieht. Hm. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Oh, ich bin daneben geschlagen. Die Viecher sind ja wirklich schwach. Das war's schon für zwei. Sehr gut. Nekton. Gucken, was das für ein Vieh ist. Verheerer. Okay. Kein Brecher bisher. Ist das der richtige Weg? Ja, okay. Gehen wir hier lang. Ne, nicht der richtige Weg. Hier kam ich. Von da kam ich.
Dinger sind immer noch unsichtbar, warum auch immer. Na, oh, ich bin genau drauf gelaufen. Oh, wow. Jetzt kümmere ich mich um die kleinen Viecher. Sehr gut. Oh wow, der Bonus füllt sich wirklich schnell. Wow, da steckt ja wirklich mal gar nichts weg. Und das war's auch schon. Ah, ich hab ihn nie als Monster bekommen. Hätte ihn gerne, der macht sicher viel Schaden. Könnte vielleicht sogar ein Brecher sein. Oh! Wow. Muss man nicht aufpassen. Wow. Haben wir ihn gefunden. Oh mein Gott, ist der groß. Das ist kein Problem für uns. Did the device appear along with Atlas? If Atlas is a weapon built by humans, they must have designed a way to stop it. And that machine showing up is no coincidence. Right. Two choices. We try that new device and hope it controls Atlas. Or do it the old-fashioned way and fight him head-on. No regrets, no looking back. Dialog-Trigger, so was Neues. Atlas muss mit brachialer Gewalt oder mit der Maschine gestoppt werden. Was gibt es dazu zu sagen? Wie denkt Mock darüber? Wie denkt Alyssa darüber? Ich bin mir nicht sicher. Volle Kraft voraus. Wie denkt Mock darüber? Wow, das war ja mal sowas von dämlich. Ja. Das ist unsere Mission, die wir noch machen müssen. Wow! Genau vor meiner Nase. Ah, die kriegen's jetzt. Los geht's. Großer Fall. Los geht's. Ah. Noch was? Wow. Aufgeblasen und voll drauf. Ich muss auch sagen, das Wechseln zwischen den Paradigmen geht auch wirklich viel schneller als bei 13 noch. Vorher haben wir ja immer rumgepostet wie bekloppt. Schaulertropfen. Okay, was haben wir hier? Kräuter. Gehen wir mal hier hoch. Ich denke, es wäre wirklich schlau, das Kontrollsystem zu finden. Oh, daneben. Ja, mal schauen, welche Version ich holen würde. Entweder die PS3 oder die Xbox-Version. Final Fantasy 13 habe ich mir die Xbox-Version geholt. Na, oh, ich kann wieder einkaufen gehen, hä? Have you seen that big old giant? Where'd he come from? Someone sure. I don't like seeing materials go to waste like that, but hey, what can I do? I can open up my shop. That's what I can do. Wow. Die ist wirklich verrückt. Ich habe eigentlich... Oh, ich kann Waffen kaufen. Wer hat's nötiger?
Weiß nicht genau. Ich würde mal sagen, Sarah eigentlich. Also kaufen wir mal den Meteoritenkracher für sie. Monsterkomponenten. Naja, die findet man eigentlich wirklich ziemlich oft. Lenken wir mal die neue Waffe an. Sieht schick aus. Okay, irgendwelche Accessoires. Nope. Sollte ich mir aber auch mal kaufen. Wie viel Gil habe ich denn? Na, es ist nicht annähernd genug. Immer diese kleinen Viecher. Oh ja. Mit einem Schlag. Oh ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Aha. Freizeitmütze. Kann ich die anlegen? Nö. Was soll das Ding denn sonst sein? Okay, nur Dekor. Ich hab ne Idee. Okay, Monsterzucht. Okay, Ziff. Komm. Och, wat putzig. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Nicht schlecht, ich lass das mal auf. Nö, nö, nö. Ich will ein bisschen weiter erkunden. Hier unten ist was. Ha, wir haben es gefunden. Sehr gut. Oh. Wow. Er hat uns einfach so gefangen genommen. Inside the paradox. Oh no. We have to figure out the labyrinth and its puzzles before we can get out. Kupo? Och, Rätsel. In den Sphären zwischen den Zeitlinien entstehen häufig auf unerklärliche Weise instabile Zwischendimensionen, die im meinen bezeichnet werden. Obwohl sie ungeklärt ist, scheinen sie unter dem Einfluss von Kristallen zu stehen und können sehr unterschiedliche Formen annehmen. Okay. Gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier, 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 hier und dann da und dann geradeaus. Dann haben wir es auch schon geschafft. Das war das erste Rätsel. Gehen wir mal so. Das war verflucht falsch. Neuer Versuch. Ah, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ah, ich habe auch wirklich keine Zeit nachzudenken. Ah, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich die Dinger holen muss.